Granatenwerfer, okay. Das ist so laut gerade. Ich habe keine Ahnung, wozu ich diese Schaltpulte verwenden kann. So, schön alles mitnehmen. Das nehmen wir auch mit, gut. Tisch leer, da ist noch Stickstoff, okay. Ich würde ganz gerne wissen, wo die die ganze Zeit reden. Ah, da, guck mal. Hi. Oh, da hab ich... Oh nein, jetzt brenne ich. Jetzt habe ich da irgendwas kaputt gemacht. Ach, muss ich die Dinger kaputt machen? Nee, oder? Geht das überhaupt? Nö. Keine Ahnung. Weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist. Weißt du wie? Warum? Oh, hi. Bleib doch stehen. Komm, ich mein's doch nur gut mit dir. Da waren wir da schon. Da waren wir noch nicht drinnen, oder? Oder offensichtlich schon. Ja, keine Ahnung. Nee, da waren wir noch nicht. Ja, ja. Kein Thema. Irgendwo höre ich lautes Gescheuere und Geschlage. Oh, Big Daddy Helm, Rosie. Verdammt. Hackers Delight 3. Die ultimative Entwicklung. Ist okay. So, cool, jetzt haben wir... Gut, aber Alter, die Sicht ist aber da echt jetzt ein bisschen eingeschränkt. Das finde ich jetzt nicht so geil. Oh, hi. Moment. Ach, da oben ist eine. Komm her. Ja, komm, Moment, kurz Fotos machen. Fotos? Habe ich euch alle schon fertig geforscht, oder was? Ich glaube, das Forschungsding ist umsonst, weil ich habe die alle schon. Oh, okay. Oh. Weißt du was, komm. Was ist denn jetzt los? Wieso bin ich jetzt gestorben? Hm? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum bin ich genau jetzt gestorben? Toll um. Wo muss ich da jetzt... Wo war ich da jetzt? Hilfe! Little Wonders? Nee. Oder waren wir da? Da war ich ja auch noch nicht ganz drinnen. Aber da muss ich von oben, glaube ich, rein. Ich muss da nach oben. Stimmt, ich war da oben. Boah, das ist ja alles wieder mega verwinkelt hier. Ach, hey, ach, hey. Toll. Ich dachte, ich habe mehr Abwehr. Was ist denn da los? Scheint ja nicht so geil zu sein, die zusätzliche Abwehr. Oh, das Ding ist mal. Das Ding ist mal hin. So, wo waren wir denn da jetzt? Weil ich möchte die natürlich schon jetzt, die mich getötet haben, möchte ich natürlich schon töten auch. War das eh da drinnen? Nö, das ist nur so ein Sicherheitsraum, okay. Da hinten ist was. Was ist das da hinten? 00 Schrot, okay. Aber sonst... Aber da waren wir ja schon herinnen. Was, du musst das Geld für... Was stand da jetzt? Boah, manchmal diese Tipps, das ist echt so komisch, dass da einmal ganz kurz immer so Tipps da stehen. So, was haben wir da? Da war das, oder? Ja. Nee. Doch. Wo seid ihr alle? Ja, die muss ich nämlich noch looten. Boah, diese Sicht, die ist echt... Also ich möchte nicht den ganzen Tag als Big Daddy herumlaufen. Da, trump, 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 trump. Oh, hi. Oh. So. Bis jetzt. Jetzt ist die immer noch nicht tot. Genau, Feigling, sagt die.
die, die davonläuft, weißt du? So, hier das Napalm noch mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Sehr schön. So, gut, dann hätten wir hier, glaube ich, auch so halbwegs alles abgeschlossen. Da waren wir noch nicht heroben, oder? Nee. Da sind noch Sachen geschlossen, da kann ich noch nicht gewesen sein. Was ist da? Oh, die kleine Schützin. Ja. Die kleinen Schützen, so. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Su Shong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Su Shong muss darüber nachdenken. Boah, also in den Helmen, da sieht man echt wenig. Ja. Oh, hi. Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Ja, das ist gut, Andrew. Dass du nicht zweifelst, aber naja, was aus deiner Stadt geworden ist, ich weiß ja nicht, ne? Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge, Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Ja, wenn Ryan das sagt, ne, dann wird's wohl so sein. So, schön. Wurden wir dekontaminiert? Wunderbar. Das ist jetzt gerade nicht so wunderbar. Ich höre da irgendwelche lustigen Geräusche. So, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ich würde sagen mal da drüben in die Geschichte, genau. Boah, ich hasse das. Ich sehe fast nichts als Big Daddy. Oh. Toll. Ich existiere nicht. Auch als Big Daddy. Funktioniert das eh als Big Daddy auch? Ja, scheint gut zu funktionieren, Gott sei Dank. So. Klar, kurz mal nachladen. Hier die... Nehmen wir die normalen Pistolenkugeln, ist okay. So, hier die MG-Patronen, auch okay. Was macht der da? Macht der da Party da vorne? So. 00 Schrot. Ne, eine millionische Schrot. So, Splittergranate passt vorerst zu. Napalm lassen wir auch mal drinnen. Brandbolzen. Ja, machen wir Brandbolzen. Weil ich mag die Fallenbolzen irgendwie nicht. So, haben wir es dann bald mit dem Alarm. Wo sind wir jetzt eigentlich? Okay, jetzt sind wir hier. Atriumbalkon. Aber dann müssen wir da eh da auch im Little Sisters Dingen sein, oder? Nee. So, jetzt aber. Oh, hi. Foto? Wollen wir ein Foto machen? Ja, wir haben endlich mal wieder ein Foto gemacht von jemandem. Ist auch schön. So, gut. Und einmal den da. Tschüss. Oh, das ist ja noch einer. Hab ich ja gar nicht gesehen. Wo kommst du her? Stöhn hier nicht so rum, so ordinär. Warum nur Mädchen? Das ist eine gute Frage. Hören wir uns an. Ich
weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. So, dürfte ich jetzt mein Band wieder fertig anhören? Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Ach, hey. Gut, dann gucken wir da mal nach unten. Oh, hi. Bei dir? Du musst nicht davonlaufen. Was ist mit dir verkehrt? Pussy. Achso. Verdammt. Wieso lauft der davon? Wieso läufst du davon? Bist du irgendwie langweilig oder was? So, jetzt sind wir hier echt in der Big Daddy Produktionsbalkonfabrik oder was? Little Sisters Ausbildungszentrum. So, da war Munition. Ja gut, geht so. Schön, weil da kamen wir. Doch, wir waren hier. Oh. Warum? Ich dachte, der ist kaputt. Das Spiel manchmal, ne? Aber weißt du was? Wozu haben wir das Ding? Geht das eigentlich auch mit Eis? Müsste ja gehen, oder? So mit Stickstoffgranaten. Ja. Da. Oh. Keine gute Idee. Die sind ja... Nicht... die sind ja länger geschockt als vereist. Ach da! Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da kamen wir vorher nicht durch, ne? Ja, genau. 200 Schrot, okay. Dom, 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 dom. Aber warum bin ich da nochmal runtergesprungen? Weiß man nicht so genau. Oh, da ist jemand. Guck mal. Hi. Ich bin ein Freund. Yo, yo. Ich würde dir gerne... Ich würde gerne High Five geben, nur ich habe Angst, dass du dann auf mich schießt, wobei... Das ist jetzt doof, ich muss den töten. Hi. Tut mir leid. Was? Autsch. Warum nehmen wir da nicht eigentlich bessere Patronen? Achso, haben wir nicht, okay. Haben wir da irgendwie noch so Antipersonenpanzer? Ja, 6, gut, besser als nix. Wow. Der haut mich weg, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, gut, vielleicht doch eher hier das da. Hi. So. Stimmt, nur das macht mir jetzt nicht mehr so viel Schaden, weil da habe ich vorher so ein neues, tolles Upgrade gekauft, ja. Autsch. Musst du so grob sein immer, hm? Musst du so grob sein? Muss das sein? Muss das sein, habe ich gefragt. So, einmal brüsseln und dann einmal mit der Schrotflinte. So. Ach, das war eine Elite, Rosie. Verdammt, warum haben wir da kein Foto gemacht? Ist ein normales Rosie-Foto. Gut, komm dann nochmal. Ach, Little Sister können... Ach, bei Little Sister können wir auch was machen. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit und Eve... Ach, herrje, warum habe ich das nicht vorher gecheckt? Komm, ich möchte dich bitte kurz retten. Doch. 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 Ich rette dich. So, schön. Okay, einer von drei. Und Elite Rose hat ganz viele tolle Sachen mit. So, gut, Alter, hier. Du hier,
Boah, da kann man Essen durchgeben. Schätzchen? Also, das kann man auch machen, okay. Oh, hi. Moment. Bloß, warte kurz, ja? Houdini ist bleist. Ja. Kein Problem. Ah, Big Daddy. Geruch Nummer 3. Okay, super. Seh dich an. Wir machen aus dir noch einen richtigen Big Daddy, Schatz. Jetzt fehlt nur noch eins. Der Stimmenverzerrer von Optimized Eugenics. Ja, finden wir auch. So, Verbandskästen, wunderbar. Einfach mal rausgezwiebelt hier. So, haben wir da noch was? Taste benutzen. Oh, cool. Da kommen Kartoffelchips raus. Okay. Gut, auf der Seite offensichtlich nicht. Nee, so ist das nicht. Sehe ich nicht so. Wer weint hier? Wer weint hier? Das ist doch so ein fröhlicher und lebensbejahender Ort. Oh, hi. Übertreib's mal nicht. So. Also da, ach so, da ist diese Überwachungskammer. Okay, gut, verstehe. So, jetzt haben wir hier rüben die Türen noch nicht genau angesehen. Was ist denn das? Oh, das sieht ja sehr interessant aus. Eine Eve-Spritze. Sage ich natürlich nicht nein. Ein Film, den wir uns nicht angucken. Ich hebe ihn nur auf, warum auch immer. Okay, da ist auch ein Türschalter. Das ist komisch. So, da geht's nicht rein. Da müssen wir von oben dann nochmal gucken. Wo wir bei den defekten Türen vielleicht irgendwie reinkommen. Ach, guck mal, Geld. Das ist ja schön. Liegt einfach Geld hier. Wo die wohl Geld herhaben? Oh, Alter. Gut, der sieht nicht so schön aus. Drum liegt auch eine Eve-Spritze. Müssen wir wirklich nochmal nach oben. Ah, das... Die Nietenpistole, okay. So, was haben wir da? Einmal öffnen. Was ist denn das? Ach, da ist... Irgendwas leuchtet da drunter. Achso, die Lampe. Aber ich komme da an die Kartoffelchips auch nicht rein. Moment. Kartoffelchips, sehr gut. Haben wir natürlich mitgenommen. Boah, so ein schöner Fisch. Oh, die sind ja doch etwas kreativ. Wo kommst du her? Ach, ich schieße da mit ionischen Schrot. Deshalb ist das so stark auf einmal. Ich denke mir schon, warum, seit wann ist die Schrotflinte so stark? Toll. Toll. Eieiei, gut, Pistole füllen wir nach. Dürfte ich jetzt da dann... Achso, nee, da waren wir drinnen. Dann, Moment, nochmal ganz kurz nach oben gucken. Ob hier in den Räumen die... Oh, ja, genau das ist ein toller Raum hier, ja. So. Ist da jetzt irgendwas herinnen? Ja, komm, da liegt ein Pep-Riegel. Nicht mehr, ist aber nicht viel. So, gut, die Tür ist offen. Sehr schön. Auf der Seite haben wir dann keinen Defekt mehr, aber auf der anderen Seite war auch noch so ein defekter Türöffner. Oh, da liegen Pistolenkugeln rum. Schön. Oder da war doch auch ein... Genau, da bei Nummer 7. Ist ja so schön, dass man da von oben auch so schön reingucken kann. Ah. Cool. Da liegt Big Daddy Pheromon. Brauchen wir nicht mehr. Aber haben wir jetzt schon. Oh, Mami, Daddy. Oh. So kleine Gräber und Kartoffelchips unterm Bett. Gut. Ja, dann eben mal da weiter. Autopsie. Oh. Ja, toll. Hat wieder sein müssen, oder? Seht ihr euch auch nach unten, während ich hier hacke? Also ich kann hier gar nicht hacken, weil das bringt uns. Hi. Das ist ja schön. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, was hier passiert ist. Ich würde sagen, gar nichts. Nein, es ist gar nichts passiert. Also der Unsichtbarkeitsmachungsdingens, der ist wirklich am besten. Der ist echt praktisch. So, Splittergranaten haben wir keine. Dann nehmen wir eben Kontaktminen.
So.